ciao, guten Tag, moin, moin, servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, ja, du bist dabei. Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Webkick. Das ist cool, dass ihr dabei seid. Egal, ob ihr bei Mama auf dem Smartphone YouTube guckt oder bei Papa am Computer. Das ist so schön, dass wir wenigstens so zum Kick zusammenkommen können. Das Schöne ist, egal wo wir gerade sind, Gott, der ist mit dabei. Und darum feiern wir auch diesen Kick. Im Namen Gottes, des Vaters, der uns lieb hat. Im Namen von Jesus, der unser Freund ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns verbindet. Wisst ihr, ich wollte euch heute was über Pfingsten erzählen. Das ist dieses große Fest in der Kirche, was wir jetzt am Wochenende gefeiert haben. Und eigentlich habe ich mich hier mit dem Donkey verabredet, aber habt ihr den schon irgendwo gesehen? Wisst ihr was? Wir machen das wie immer. Wir rufen ihn in der Eselsprache. Ich zähle bis drei. 1, 2, 3. Und egal, wo ihr seid, ihr ruft so laut ihr könnt, I-A Donkey, okay? Also, 1, 2, 3. I-A Donkey! Mal gucken, ob ich ihn finde. Kommt ihr mit? Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao. Hey, ich hab Ah, hallo Kinder. Hallo. Sag mal, ich suche schon ganz lange hier den Donkey. Das ist so ein kleiner Esel. Habt ihr den irgendwo gesehen? Vielleicht ist der in unserem Häuschen. Also, nein. Vielleicht im Hexenhaus. Im Hexenhaus? Wo ist denn hier ein Hexenhaus? Da. In dem roten? Ja. Oh, habt ihr gesehen, da sind auch so Geister? Ja. Ja, da fahren fast so meine Brille. Ich schau mal, ob der Donkey sich da versteckt hat, ja? Darf ich mitkommen? Okay, ich gucke mal. Ich will mitkommen. Servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin. Ja, du bist dabei. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin. Servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin. Ja, du bist dabei. Hey, du bist hier, klasse Mann. Ich hab mich so auf dich gefreut. Gut schaust du aus, aber hallo. Fühle einfach wie zu Haus. Hey, du bist hier. Ich hab gehofft, dass du heute kommst. Schwupp, geht die Türe auf. Tada, du bist da. Hey, yeah, du bist dabei. Hey, yeah, servus, grüß dich, hi. Hey, yeah, du bist dabei. Hey, yeah, servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin. Servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin. Ja, du bist dabei. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin. Servus. Hui, buh, buh, buh. Oh, Donkey, was machst du denn hier? Du bist ja verkleidet wie ein Schreckgespenst. Buh. Moment, ich muss den Donkey mal... Ich nehme dir mal dein Bettlaken hier ab. Das ist ja ganz verrückt. Oh, Donkey. Buh. Warum hast du dich denn als Gespenst verkleidet? Ich wollte den Kindern noch jetzt was von Pfingsten erzählen. Und du verkleidest dich hier, ja, wie zu Halloween. Jetzt hast du hast sogar so eine Halloween-Pampelmuse. Also, guck mal hier. Du hast dir richtig viel Mühe gegeben. Da sind Geister. Das ist ja total gruselig, ja. Donkey, warum? Also, das ist doch so, oder? Wir feiern noch Pfingsten. Und das ist auch dieses Geisterfest. Donkey... Ja, das stimmt, wir feiern Pfingsten und das hat auch mit einem Geist zu tun, aber doch nicht mit Gruselgespenstern. Oh, aber doch, doch, ich habe mich besonders gruselig verkleidet, weil ich habe so ein bisschen Angst vor diesem Geist, weißt du? Es ist immer so die Rede von Pfingsten und da kommt so ein Geist und ich dachte mir, wenn ich gruseliger bin als dieser Geist, der da kommt, dann muss ich keine Angst mehr haben. Ach, Donkey, ich glaube, du hast da wieder was falsch verstanden. Weißt du, an Pfingsten, da geht es nicht um einen Gruselgeist. Nein, da geht es vielmehr um einen Geist, der Mut macht. Nämlich um den Heiligen Geist. Das ist der Geist von Gott. Oder man kann auch sagen, die Kraft von Gott. Ja, also
damals, als die Jünger ganz verwirrt waren. Jesus war nicht mehr da, er ist in den Himmel aufgefahren und die hatten große Sorgen, die hatten Angst und wussten nicht wirklich weiter. Da hat Jesus ihnen den Geist Gottes geschenkt. Er hat ihn geschickt und dann sind sie wieder mutig geworden. Sie haben Glauben gefasst und sie wussten, ah, das stimmt, was Jesus damals erzählt hat. Er ist ganz nah, das haben wir gespürt. Und das hat dieser Heilige Geist gemacht. Er hat ihnen Kraft gegeben und ganz viel Mut ins Herz. Und das ist auch das, was wir an Pfingsten feiern, dass der Heilige Geist zu uns kommt. Zu uns, die wir an Jesus glauben, zur Kirche. Und er macht uns ganz viel Mut. Okay, das heißt, ich muss mich nicht so verkleiden, dass ich ihn erschrecke, den Heiligen Geist. Nein, der Heilige Geist, weißt du, der macht mir auch ganz viel Mut. Ich habe das Gefühl, er flüstert mir in mein Ohr, du Tim, du bist ein toller Mensch. Und so wie du bist, bist du in Ordnung. Und das macht mir ganz viel Mut. Und manchmal höre ich auch genau hin und dann sagt er sowas, Tim, in meinen Augen bist du wie ein Superstar. Und dann denke ich, wow, das ist ja wie unser tolles Lied, das wir immer singen. Also ich würde gerne zu Pfingsten das Superstar-Lied singen, in Erinnerung daran, dass der Heilige Geist zu uns kommt, uns Mut und Kraft schenkt. Kein Gruselgespenst. Verstanden, Donkey? Ja, okay, ich hab's verstanden. Lass uns singen, okay? Okay, das machen wir. Okay, wir wollen jetzt Superstar singen. Und das ist ein wunderbares Lied, vor allen Dingen mit den tollen Bewegungen. Ich freue mich über meine beiden Helfer, die euch die Bewegungen zeigen. Und egal, wo ihr seid, ob im Wohnzimmer oder in der Küche, ihr könnt die Bewegungen mitmachen. Als erstes brauchen wir einen großen Löffel. Stellt euch mal vor, ihr habt einen großen Löffel in der Hand. Und dann rührt ihr euren Lieblingspudding, Schoko oder Vanille oder eure Lieblingssuppe, Erbsensuppe. Und dabei kann man wunderbar singen, Weo, Weo. Und das probieren wir jetzt. Weo, Weo. Weo, Weo. Oh, 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 oh. Weo, Weo, der Superstar. Genau, das war das Stichwort. Bei Superstar macht ihr einfach so. Und ansonsten guckt ihr einfach auf die beiden und schaut, wie die Bewegungen gehen. Viele von euch kennen die bestimmt auch schon. Gott hat mich in sein Herz geschlossen, von meinem Kopf bis zu den Flossen. Er liebt mich ganz mit Haut und Haar, für ihn bin ich der Superstar. Zum Beispiel liebt er meine Beine und ganz bestimmt auch deine. Meinen Bauchnabel findet er klasse. Er bettet in ein bisschen Masse, oh ja. Gott hat mich in sein Herz geschlossen, von meinem Kopf bis zu den Flossen. Er liebt mich ganz mit Haut und Haar, für ihn bin ich der Superstar. Zum Beispiel liebt er meine Hände, sie erspüren Gegenstände. Meine manchmal riecht sie ganz besondere Gase. Gott hat mich in sein Herz geschlossen, von meinem Kopf bis zu den Flossen. Er liebt mich ganz mit Haut und Haar, für ihn bin ich der Superstar. Okay, jetzt machen wir wieder unsere Löffel. Weo, weo. Und wir rühren. Turbomixer? Ja. Okay, dann machen wir den Turbomixer. Boah, ihr wart schneller als ich. Super. Dankeschön. Das war der Superstar. Ihr lieben Leute, wir wünschen euch frohe Pfingsten. Lasst euch niemals entmutigen. Denkt dran, der Heilige Geist ist bei euch und macht euch Mut.
bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.